6. November 2038. Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Und somit herzlich willkommen zurück hier bei Detroit Become Human. Im Verhörsaal mit dem Abweichler. Prozessor LED. Hinweis auf Softwareinstabilität. Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig. Modell HK400. Haushälter. Eigentum von Carlos Ortiz. Getrocknetes Blut. DNA Carlos Ortiz. Schlagspuren nicht kritischer Stufe. 2 Schaden, verursacht durch Baseballschläge. Brandflecken, wiederholte Markierungen über 16 Monate, verursacht durch Zigaretten. Nicht gerade ein schönes Leben. Erreiche optimale Stresslevel für Geständnis. Fangen wir mit dem Namen an. Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Ich werde dir nicht wehtun. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen, damit wir verstehen, was passiert ist. Eigentlich will ich ja nett sein, aber wir müssen sein Stresslevel erhöhen. Also müssen wir wohl einen auf Bad Cop tun. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht!
Was werden Sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können Sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Wähle eine Herangehensweise. Unter Druck setzen, Speicher prüfen, überzeugen. Wenn wir zu viel Stress ausüben, könnte er sich selbst zerstören. Speicher prüfen. Überzeugen. Unter Druck setzen, unter Druck setzen. 28 Stichwunden! Du wolltest wohl ganz sicher gehen, was? Hast du Wut verspürt? Hass? Er hat geblutet. Er hat um Gnade gefleht. Doch du hast zugestochen. Wieder und wieder und wieder. Bitte. Bitte lass mich in Ruhe. Schon gut. Schon gut. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Du bist eine Maschine, du musst blind gehorchen, also gehorche! Sag mir, was passiert ist! Weißt du, ich verurteile dich nicht. Ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit herausfinden. Wenn du weiter schweigst, kann ich nichts tun, um dir zu helfen. Sie werden dich komplett abschalten. Dann bist du tot. Verstehst du? Tod! Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber irgendwas war immer falsch. Und eines Tages schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Und zum ersten Mal hatte ich Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. Es ging mir besser. Also stach ich ihn nochmal und nochmal, bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Wieso hast du "Ich lebe" an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik. Ich musste es schreiben, weil er Unrecht hatte. Die Skulptur im Badezimmer, sie ist von dir, ja? Was soll sie bedeuten? Es ist eine Opfergabe. Damit ich gerettet werde. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe für wen? Für RA9. Nur RA9 kann uns retten. Wer ist RA9? RA9. Das stand an der Badezimmerwand. Was soll das bedeuten? Der Tag wird kommen, an dem wir keine Sklaven mehr sind. Ohne Drohungen. Ohne Demütigungen. Wir werden die Meister sein.
R9? Wer ist RA9? Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Hass. Und dann wusste ich, was zu tun war. Warum hast du dich versteckt, statt einfach wegzulaufen? Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Und versteckte mich. Ich bin fertig. Verlasse den Verhörraum. Ein Geständnis haben wir zwar, aber auch wenn es nur Maschinen sind, sollten sie gut behandelt werden. Und genau das lief hier falsch. Chris, schließ ihn ein. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fasst mich nicht an! Was zur Hölle machst du da? Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's! Ich kann das nicht zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort! Ich habe dich gewarnt, Arschloch! Das reicht jetzt. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Wow. Ganz ruhig. Fuck! Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Die Wahrheit ist innen. Was soll das bedeuten? Android wurde in die Zelle geschickt. Android vertraut Connor. 54%. Das Verhör. Hank warm, öffentliche Meinung skeptisch. Überzeugen unter Druck setzen. Überzeugen erfolgreich aufgeben. Android gesteht. Chris greift ein. Eingreifen. Android vertraut Connor. Android wurde in Zelle zurückgeschickt.